meine lieben Freunde, willkommen auf offener See. Vier kleine quadratische Planken, auf denen wir uns gerade befinden. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, erstmal schön vorbeizuwerfen. Na, vielleicht sollten wir erstmal schauen, von wo überhaupt die Sachen kommen. Wie überhaupt die Strömung ist. Und ja, wir müssen jetzt ein bisschen was an Rohstoffen hier ranziehen. Da haben wir zum Beispiel Holz, da haben wir Fasern, da haben wir, so wie es aussieht, aktuell gar nichts. Das heißt, wir können mal über das Menü reinschauen. Was brauchen wir hier überhaupt? Was haben wir hier überhaupt? Einfaches Bett. Hier können wir die Werkzeuge nachbauen. Waffen. Das ist somit das Erste, was wir brauchen. Das heißt Planke und Seil. Und wie kriegen wir Seil? Indem wir Palmblätter haben. Okay. Also, wir brauchen jetzt erstmal so ein paar Grundsachen. Warum brauchen wir als allererstes diese Verteidigungswaffe? Weil wir hier nicht alleine auf dem Floß unterwegs sind, sondern es gibt ja hier auch noch Tierchen, die unter Wasser unterwegs sind. Und das kann uns natürlich hier zum Verhängnis werden. Und wer das Admin-Tutorial verfolgt hat, der hat ja gesehen, wie einfach man sich das sozusagen machen kann. Aber wir spielen das Ganze jetzt ohne irgendetwas. Oh, guck mal hier, man kann sogar mehrere Sachen auf einmal ranziehen. Und da wird es jetzt interessant, bei diesen großen Kisten. Ja, da wollen wir jetzt mal ran an den Speck. Weil da ist immer ein bisschen mehr drin. Da seht ihr schon, rechts ploppt das alles auf. Viel Holz, viel Palme. Was hier dicht am Floß vorbei schwimmt, wo ich so rankomme, kann ich mit der Taste E mir sozusagen einsammeln. Restversuch. Da ist er schon, da ist er schon, da ist er schon. Da haben wir schon die ersten Konturen gesehen. Das ist auf jeden Fall der Hai. Je länger ich die linke Maustaste drücke, umso weiter schmeißt er raus. Je kürzer, ist natürlich klar, umso kürzer fällt das Ding. Oh, hier haben wir schon hier. Wir wollen erstmal Seile machen. In der Hoffnung, dass wir dann den Speer machen können. Können wir? Da ist er. Das heißt, wenn jetzt der Hai angreift und wir müssen ein bisschen aufpassen, der wird sich einen der vier Quadrate natürlich als allererstes nehmen. Und wenn der angreift, dann können wir ihn sozusagen fernhalten. Er wird es beschädigen, gar keine Frage. Da kommt er schon. Komm, hau ab, du. Hau aber ganz schnell. So, da. Nein! Oh, beinahe. Wir wollen das ja nicht wegschmeißen. Ich wollte das nur beiseite packen, um ein bisschen Platz zu haben. Ja, er kommt auch gleich. Er kommt gleich. Er kommt gleich. Er will es nämlich wissen. So, das ziehen wir ran. Das können wir so aufsammeln. Und, oh, Insel. Insel immer gut. Werden wir mal gucken, ob wir raufgehen können. Ist natürlich ganz wichtig. Insel irgendwie das Floß so abstellen, dass wir da auch fest sind. Da kommt er wieder. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Irgendwann wird er ja mal zuschlagen. Komm, kriege ich beide mit? Das wäre jetzt der Knaller. Ich hoffe, der Hai. Ich versuche erstmal. Oh, ich kriege beide mit. Jawolski! Jetzt kann der Hai zugreifen. Jetzt kann er zugreifen. Komm, wo bist du? Ja, komm her. Komm mal ran hier. Ich habe jetzt so viel. Achso, wir müssen auch gucken, dass wir die Sachen natürlich auch herstellen, die kaputt gehen können. Ne? Weil ihr seht ja, der Haken hat nur noch ein Viertel. Und dann können wir nichts mehr einsammeln. Und wir wollen uns ja wir kommen sogar gerade richtig rein. Was jetzt noch schön wäre. Ausstattung. Das wäre ein Paddel, damit wir uns ein bisschen bewegen können. Und das kriegen wir jetzt sogar hin. Wo ist das Paddel? Da. Yes! Yes! Yes, Baby. So, jetzt können wir uns ein bisschen auf dem Wasser hin und her bewegen. Es geht natürlich auch kaputt. Je mehr wir das machen, umso schlimmer natürlich. Hallo, sammel das ein. Hallo, hallo. Warte, nicht so weit. Oh, sehr gut, sehr gut.
So, jetzt werden wir mal gucken. Können wir schon Anker setzen hier oder was? Anker lichten? Seile und Steine brauchen wir dafür. Ich muss immer noch zu lange gucken, wo es den Kram gibt. Da, Seile. Steine haben wir ja gar nicht. Machst du Wurfanker? Seil, Stein. Es fehlt auf jeden Fall Stein. Na, wir werden jetzt mal gucken, was wir hier jetzt machen können. Bleibt das Floß jetzt hier auf der Ecke? Muss es hoffentlich erstmal irgendwie. War das ein Stein? Nee, eine Blume. Ich will jetzt auch nichts Unnötiges aufnehmen. Ich hoffe, ich kriege jetzt einfach Steine. Das Floß bleibt da. Das ist sehr gut. Machst du, wo Stein? Ja, ich kann das mit den Blumen kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Hier ein bisschen Essen. Ich weiß auch noch nicht, was ich mit den Blumen machen kann, bin ich auch ganz ehrlich. Aber ich sehe, Floß bleibt da. Das ist schon mal tippitoppi. So, jetzt könnte man mit einer Axt, aber ich will einmal das Essen. So, den brauche ich, wenn er kaputt ist. Da ist ein Stein, den habe ich eingesammelt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie habe ich denn den eingesammelt? Gab es den hier irgendwo liegen? Wassermelone. Das heißt, wir müssen hier doch noch ein bisschen genauer hingucken. Gibt es hier oben irgendwas? Nö. Können wir nur kaputt schlagen. Da ist der Hai wieder unterwegs. Kann ich hier an der Steine irgendwas machen? Naja, wir wollen es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nach den ganzen Updates, die dieses Spiel jetzt gekriegt hat, wir haben es ja nur immer mal wieder angezockt. Wir haben es ja nie richtig mal bis zum Ende. Und das werden wir jetzt machen. Wir werden es mal bis zum Ende durchjuckeln. Mir fehlt aber trotzdem Stein. Ich brauche einen Stein für einen Anker. So. Aber warte mal, das ist doch... Da sieht man auch, dass das Zeug gar nicht schwimmt auf dem Wasser, sondern das ist das Floß, was sich bewegt. Wir sammeln nochmal erstmal hier alles ein. Ich weiß, ich muss erstmal alles genau begutachten, was es hier überhaupt alles gibt. Das kann doch nicht alles gewesen sein auf der Insel. Was macht denn so eine Blume hier? Was kann ich damit jetzt? Erstmal nix. Da sind die Palmwedel, Samen brauche ich auch nicht. Erstmal nicht. Ich lasse die erstmal liegen. Auch wenn jetzt der eine oder andere schon sagt, du bist doch nicht ganz schussecht. Das brauchst du doch. Alles, was du findest, ähnlich wie bei DayZ. Jeder Loot ist wichtig. Glaube ich nicht ganz. Was ist das hier? Auch wieder so eine Blume. Ich will keine Blumen, ich will Steine. Kann ich mir eigentlich eine Axt bauen? Steinaxt, Seil, fehlt natürlich auch Stein. Och, warte mal. Ein Haiköder, nee, Angelrute, Holzspeer, den haben wir. Eine Ausstattung, das ist ja hier Planke, Stein, Seil und was haben wir dann? Steinaxt, da ist noch nichts mit Ausstattung. Seil, Nagel, nasser Ziegel. Stuhl, blablablub, Uhr, Paddel, Segel wäre natürlich nochmal interessant, aber dafür brauchen wir mehr Schrott. Das heißt, wir können hier auf dieser Insel gar nicht viel weitermachen. Wenn der Stein nicht kommt, dann müssen wir eben zum Stein... Hallo? Für mich ist jetzt noch die Frage, was kann ich eigentlich unter Wasser alles noch besorgen? Da, halt! Nein, mein fertig. Oh. Der kommt ja auch so. Spinnt der? Ist das da unten Schrott? Damit habe ich jetzt nicht. Ja, toll. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich will das da noch mitnehmen. Ja, ihr seht, er hat das. Was ist mit meinem Haken los? Ist da ein Fisch dran? Hä?
Haha. Oh, es wird schon dunkel, meine lieben Freunde. Okay. Bevor ich weiterziehe, das war sozusagen erstmal die erste Folge. Wir steigen rein in das Raft. Und auch nochmal eine kleine Randinfo. Denkt daran, es wird jetzt vermehrt Livestreams mit DayZ geben, weil, ne, jetzt ist das Gespiele erstmal wieder ein bisschen vorbei, weil wir starten ja jetzt langsam in den Umbau zum Livonia-Server. Und da kommt wieder viel Arbeit auf uns zu. Neue Settings, neue Erweiterung, neue Karte, neue Updates dieses Jahr von DayZ. Was da alles anstehen soll und so weiter und so fort. Das werden wir uns auf jeden Fall auf der Livonia-Karte reinziehen. Wir machen es natürlich erstmal wieder als Startpaket auf unserem Server mit dem einfachen 10er-Slot und passen dann ja der Spieleranzahl, die Slotanzahl wieder an, meine lieben Freunde. Deshalb schaut mal wieder rein auf dem YouTube-Kanal und gleichzeitig wird natürlich auch wieder auf Twitch gestreamt. Mein Bruder Felix könnt ihr da sehen. Und dann wird das Ganze wieder eine runde Sache. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.